einmal kurz aufklären, ne? Liebe Zuschauer zu Hause, wenn Sie diesen Mann morgen auf der Straße sehen, bitte nicht festnehmen, es war nicht Aktenzeichen XY, es war nur die Rosenheim-Cops. Das war Fiktion, genau. Ja. Ja. Aber gut, hast du gut gemacht. Danke. Vor allem extrem glaubwürdig an der Stelle. Ja, der ist mit dem Messer abgestochen worden, ganz grauenhaft aber. Ja, ich bin auch toll eingestellt worden von Regisseur Gunter Krähe, ja, der dann immer in die jeweilige Situation mich so richtig hineinversetzt hat. Also der hat gesagt, so pass auf, an der Stelle ist dein Plan nicht aufgegangen. Das mit der Frau von wegen nicht mein Typ und so, sondern du weißt an der Stelle, du gehst jetzt in den Bau. Und diese beiden Typen, die dich da gerade überführen, sind deine nächsten Opfer. Du machst dir jetzt bitte Gedanken, wie du die erledigen kannst, wenn du wieder aus dem Knast rauskommst. Und da hatte ich diesen Blick. Das ist natürlich, so ein Regisseur musst du dann haben. Ja. Absolut. Wie erinnerst du dich an das erste Treffen, Rudi, mit Eduard Zimmermann? Was war das für ein Mensch? Der saß ja immer hinter diesem Schreibtisch und man hatte nie so ein richtiges Gefühl dafür, mit wem man es da eigentlich zu tun hat. Genauso auch bei Konrad Tönz, Peter Niedetzki. Man wusste nur immer, da ist was Schlimmes passiert. Mhm. Oder es passieren gleich noch schlimme Dinge. Aber wer sind diese Menschen? Wie hast du das erlebt? Ein hyperkorrekter, vornehmer Mensch, der sehr auf die Form auch bedacht war. Also es ging tatsächlich so, dass er einfach die Hierarchien einhalten wollte. Er hat zuerst gesagt, Hans Janke, unser damaliger Fernsehspielchef, wird den ersten Schritt machen, ruft den Zerner an. Und als dann alles mehr oder weniger klar und unter Dach und Fach war und ich zugesagt hatte, haben wir ein Treffen vereinbart in Zürich. Konspiratives Treffen in einem Hotelzimmer. Der damalige, unser Produzent war dabei, Martin Groß und Eduard Zimmermann. Und der hat mich vom Bahnhof abgeholt. Und das ist jetzt dieser Weg, den man auf dem Bahnsteig geht. Wann kommt er? Ich kannte ihn natürlich nur vom Fernsehen. Und er kam mir größer vor, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Ein Mann um die 1,80, freute sich sehr. Und dann sind wir halt in dieses Zimmer gegangen und haben über Einzelheiten gesprochen. Wie er sich das vorstellt, wie er die Neuerungen sich vorstellt. Mhm. Es ist ja der XY-Preis damals eingeführt worden, der ja fortgeführt wird mit großer Tradition. Mhm. Da werden Menschen ausgezeichnet, die sich mit ihrer Zivilcourage gegen ein Verbrechen gestellt haben. Und wo die Polizei in Zusammenarbeit mit Aktenzeichen einfach sagt, diese Menschen dürfen nicht im Anonymen bleiben, sondern die haben Herausragendes geleistet und unter Umständen sogar ein Menschenleben gerettet. Die müssen präsentiert werden und die sollen bitte schön prominent dargestellt werden. Bevor wir auch gleich einmal dann einsteigen in ein paar der sehr spektakulären XY-Fälle, ist es wahr, Sabine Zimmermann, dass Ihr Vater diese Sendung erfunden hat, weil er Ärger mit Handwerkern hatte? Also in gewisser Weise. Ja, kann man so sagen. Ja, ja, er hat ein Haus bauen wollen, ein schwedisches Fertighaus. Und das kam dann auch und wurde aufgestellt und wir waren alle ganz froh. Und am ersten Abend hat es dann ein bisschen angefangen zu regnen und wir wurden alle nass in dem Haus. Und dann haben wir halt nach oben geschaut und gesehen, dass es kein Dach drauf ist. Und dann hat er natürlich den Architekten angerufen und hat gesagt, hallo, wo ist das Dach? Und dann sagt er, ja, das hätten sie extra bestellen müssen, ein Dach ist wirklich geliefert dazu. Also, der berühmte Architekt Lasse Wasserström. Er ist schlichtweg beschissen worden. Da war wirklich kein Dach. Und das haben Sie erst gemerkt, als Sie drin im Häuschen saßen? Und nein. Ja. Naja, man darf nicht vergessen, solche Fertighäuser, also fast, solche Fertighäuser, fast Fertighäuser werden sehr schnell aufgebaut. Also wir haben es wirklich erst dann gesehen, als das Haus stand. Und irgendwie haben wir gedacht, naja, es ist 18 Uhr, das Dach wird schon noch kommen. Aber es kam Regen und kein Dach. Und wir haben es also wirklich erst im letzten Moment bemerkt. Und auch mein Vater hat gesagt, ich habe mich schon gewundert, weil der LKW hätte eigentlich größer sein müssen, wenn das Dach noch drauf gewesen wäre. Und das war die Geburtsstunde von Vorsicht Falle. Das war 1964, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich meine ja, ich habe das so nachgelesen. Sie haben es besser im Kopf als ich. Und drei Jahre später dann die erste Ausgabe von Aktenzeichen XY. Rudi, was sind die Fälle, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Was sind die Fälle, von denen du sagst, der ging mir ganz besonders nah? Naja, also im Prinzip immer Fälle, wenn Kinder betroffen sind. Wenn Kinder sexuell misshandelt werden, ermordet werden, die ja im Prinzip wehrlos sind. Ein Fall aus dem Spandauer Forst in Berlin ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Da hat uns damals das LKA Berlin gebeten, den Fall vorzustellen. Da ist ein Ehepaar unterwegs gewesen, um Sport zu treiben.
um joggen zu gehen. Der Mann ist schon losgerannt. Die Frau hat noch irgendwelche Trockenübungen, Dehnungsübungen gemacht. Und genau in diesem Moment kommt ein Messerstecher und sticht die Frau nieder. Sie verblutet mehr oder weniger. Ich glaube, am nächsten Tag ist sie dann gestorben. Es sind noch Passanten zu Hilfe gekommen, wollten erste Hilfe leisten. Und die Frau konnte den Täter noch in etwa beschreiben, so geistesgegenwärtig, wie sie war. Und hat gesagt, weil sie ahnte, sie schafft es jetzt nicht mehr, bis ihr Mann die Runde gelaufen ist. Und sagte in den Armen dieser Passanten, sagen Sie meinem Mann bitte, dass ich ihn liebe. Wir haben den Film den Beamten gezeigt, das machen wir ja immer vor der Sendung. Und ich habe extrem geschluckt. Ich war froh, dass so schnell nicht das Licht in unserem Vorführraum angemacht wurde. Mhm. Und es hat auch eine Person geweint in dem Raum. Das war extrem emotional. Kann ich mir vorstellen. Und das war ein Fall, in den Sie auch als Sokos involviert waren, wenig später. Ja, also ich habe an dem Tag die Obduktion durchgeführt, der Verstorbenen. Ich erinnere mich auch sehr gut an den Fall, weil der natürlich in Berlin auch große Wellen geschlagen hat. Einmal ist es auch eine Mitarbeiterin der Charité gewesen, an der ich eben nun auch arbeite. Andererseits ist diese offensichtliche Motivlosigkeit, dass man eben kein Motiv hat, für uns alle, also für die Polizei und die Rechtsmediziner, die involviert waren, überhaupt nicht nachvollziehbar. Was ich auch noch in Erinnerung habe an diesen Fall ist, oder was mich selbst auch so sprachlos gemacht hat, es hat ja eine Überwachungskamera den mutmaßlichen Täter aufgezeichnet. Genau, es gab sozusagen das, wovon eigentlich jeder Ermittler träumt. Ja? Nämlich eine Videoaufnahme. Genau. Aber, und wir sehen diese Bilder hier einmal, das sind diese Bilder. Ja. Und das Tragische daran ist, dass eine Kamera, an der er in 2 Meter Entfernung vorbeifuhr, dort auch, leider an diesem Tag nicht funktionierte. Denn sonst hätte man ihn eben in Großaufnahme. Und dieses Bild, gab noch eine andere Kamera, die deutlich näher dran war. Die er nicht aufgezeichnet hat. Und insofern existiert nur dieses Video von dem Mann, von dem man denkt, dass es der Täter ist. Aber leider keine Nahaufnahme. Dieser Fall ist bis heute, Rudi, nicht geklärt worden. Man geht davon aus, dass es keine Beziehungstat ist. Die Aufklärungsquote bei Tötungsdelikten, also bei Mordfällen, ist ja extrem hoch. Liegt bei, glaube ich, über 90%, weil die Polizei durch die Ermittlungsarbeit halt immer wieder auf diese möglichen Beziehungen zurückgreifen kann und dann auf diese Art und Weise das klären kann. Die Polizei geht hier davon aus, dass die Frau ein Zufallsopfer geworden ist, dieses Messerstechers. Also ja, und es gibt ja auch die Zeugenaussage von einer anderen Frau, die wenige 100 Meter zuvor durch diesen Wald, durch den Spandauer Forst gelaufen ist und bemerkt hat, dass ein Mann auf einem Fahrrad ihr in exakt demselben Abstand, also sehr langsam für einen Fahrradfahrer, folgt. Und die hat dann eben intuitiv das Gefühl gehabt, hier geht Gefahr für mich aus und ist in den Wald abgebogen. Da konnte er mit dem Fahrrad nicht rein. Die ist also durchs Unterholz weitergejoggt und hat dann wenige Minuten später den Schrei gehört. Also das muss tatsächlich ein Zufallsopfer gewesen sein, wenn diese Frau nicht dieses Bedürfnis gehabt hätte, zu fliehen, dann wäre sie möglicherweise das Opfer gewesen. Mhm. Und was Sie bis dahin auch nicht geahnt hatten, Sie standen in einer Beziehung zu dieser Frau beruflich. Ja, also die hat auch an der Charité gearbeitet, wie ich auch. Und das ist natürlich, Kannten Sie sie? Ich kannte sie nicht persönlich, aber das ist schon ein komisches Gefühl. Nicht? Wenn das jemand im selben Alter ist, der denselben Arbeitgeber hat und Sie die Obduktion durchführen. Natürlich zu dem Zeitpunkt noch davon ausgehen, der Täter wird innerhalb von wenigen Tagen sicherlich gefasst werden. Eine Psychologin, die an der Charité auch gearbeitet hat. Wie ist es grundsätzlich? Wie schafft man es, Emotionen, Gefühle, alles das, was einen ja dann auch mal umtreibt als Mensch, einfach außen vor zu lassen, da am Seziertisch? Wie kriegen Sie das hin? Ich denke, das muss man können, das muss man, diese Anlage, diese Gabe muss man haben, das muss einfach im Naturell liegen, dass man Dinge nicht vergisst, aber sie einfach in Schubladen ablegen kann und ausblenden kann. Also ich kann das, ich gehe abends, wenn ich die Institutstür schließe, dann schließe ich auch eine Tür in meinem Kopf, also die toten Kinder, die ich am Tag gesehen habe oder Tötungsdelikte, die nehme ich nicht mit nach Hause, denn wenn ich das würde, dann würde man auch wahnsinnig werden. Aber das ist einfach was, genauso können andere ja eben mit krebskranken Kindern arbeiten. Das könnte ich zum Beispiel nicht. Insofern ist es gar nicht jetzt so erstaunlich, dass jemand mit Toten arbeiten kann oder sowas sehen kann. Ich denke, das muss man einfach, die Gabe muss man einfach haben. Mhm. Grundsätzlich Frage in die Runde auch an Sie, Konrad Tönz. Wie verändert sich ein Menschenbild, wenn man so lange an einer solchen Sendung auch mitwirkt und mitarbeitet? Glaubt man dann noch an das Gute im Menschen oder weiß dann irgendwann, grundsätzlich sind wir erstmal alle böse und das bricht sich möglicherweise irgendwann auch Bahn, wenn die Umstände passen. Nein, ich glaube, das Gute ist schon zuvorderst, ja. Und das ist auch wichtig so. Das heißt, man kann nicht, wenn man eine solche Sendung macht, sagen, die Welt ist böse oder schlecht. Sondern die Welt ist so, wie sie ist. Und da gibt es welche, die halt
nicht mitmachen, richtig mitmachen. Und andere, die... Andererseits gibt es ein Zitat, auf das ich gestoßen bin, von Rudi Zerne, der sagt, ich bin immer wieder erstaunt, wozu Menschen in der Lage sind. Ja. Beispielsweise Ursula Herrmann, das war der Fall, um den es da ging. Was ist das für eine Geschichte? Ja, das ist die Geschichte, die Eduard Zimmermann ja auch immer sehr bewegt hat. Zu diesem Fall ist er noch mal in unsere Sendung gekommen. Ursula Herrmann, ein junges Mädchen, ist auf dem Nachhauseweg, ich glaube, von der Turnstunde, es war in den 60er Jahren, bin mir jetzt nicht ganz sicher, entführt worden. Mhm. Und ein Mann hat eine Grube gegraben, ein Loch gegraben, hat in dieses Loch, also alles bis ins Detail durchdacht, eine Kiste gestellt, sodass gerade ein Mädchen hineinsitzen konnte, hat dort eine Lampe angebracht, ein Radio mit einem Empfänger, mit einer Antenne, sodass man auch unterirdisch noch etwas hören konnte, hat eine Lüftungsanlage angebracht und hat diese Kiste oben zugemacht, mit Erde bedeckt. Und hat eine Lüftung installiert mit einem Ventilator, durch den Luft hereinkommen sollte. Da ist aber keine Luft hereingekommen, weil dort Blätter draufgefallen sind und weil diese Lüftungsanlage dann verstopft war und nicht funktioniert hat. Und dieses Kind ist fürchterlich zu Tode gekommen, ist erstickt. Und Tage später hat man es gefunden und das Gesicht dieses Mädchens war mit diesen starren Augen nach oben gerichtet. Und das war ein Fall, den hat Eduard Zimmermann hat gesagt, das war der tragischste Fall für ihn, den er je in der Sendung hatte. Die Polizei hat immer wieder angesetzt und der Täter ist durch einen Indizienprozess verurteilt worden und sitzt im Gefängnis. Der wurde lange Jahre später dann aufgeklärt oder ging das relativ zeitnah? Ja. Und es war durch ein sogenanntes phonetisches Gutachten. Also das war das wichtigste Indiz. Man konnte dann nachweisen, dass diese Anrufe, die vorher schon mal getätigt wurden, auf denen nur Rauschen zu hören war, die Erkennungsmelodie eines Radiosenders. Und dann konnte man feststellen, dass anhand des Tonbandgerätes, das im Besitz dieses Täters war, diese Stimme und diese Aufnahme von diesem Tonbandgerät gekommen ist. Ein ganz bestimmtes Tonbandgerät. Und das war sozusagen das einzige wirklich harte Indiz dafür, dass... Das härteste Indiz. Das härteste Indiz. Es gab auch noch. Es gab auch Zeugen, die ausgesagt hatten und den Mann belastet hatten, die dann zwar ihre Zeugenaussage wieder zurückgezogen haben, aber ein sehr komplizierter Fall natürlich auch, sehr komplex. Und das Ergebnis ist offensichtlich, dass der Mann jetzt schuldig im Gefängnis sitzt. Aber bis heute nie ein Geständnis abgelegt hat und diese Tat bestreitet. Wie hat Ihr Vater, Sabine Zimmermann, mit Ihnen sich über diesen Fall ausgetauscht? Haben Sie mit ihm zu Hause auch darüber gesprochen? Warum hat ihn dieser Fall so bewegt? Ja, das habe ich mich oder ihn auch gefragt. Das war dieser Anblick, den er ja auch nur vom Foto und von den Zeichnungen kannte, dass dieses Kind mit offenen Augen in dieser Kiste saß und auch den Beamten mit diesen offenen, verzweifelten Augen angeschaut hat, aber eben leider tot war. Das hat also auch bei der Kripo die Beamten wirklich sehr belastet. Und wir waren damals auch noch nicht so überfrachtet mit Verbrechen an Kindern. Sie waren vielleicht nicht bekannt, wurden genauso verübt vielleicht wie heute oder auch nicht. Es war auf jeden Fall schon besonders grausam, dieses Verbrechen an diesem kleinen Kind. Und vor allen Dingen, weil sich alle vorstellen konnten, was dieses Kind in den letzten Stunden, Minuten noch ausgehalten hat, die einfach elend erstickt ist. Er hat ihn total berührt. Und es freut mich, dass dieser Fall noch aufgeklärt wurde. Und als der Vati dann schon beerdigt war, habe ich ihm das Urteil ins Grab gesteckt. Das ist eine sehr rührende Geschichte und passt irgendwie zu Eduard Zimmermann, oder? Dass jemand, der sich so viel um Fernsehfahndungen auch verdient gemacht hat, am Ende auch mit einem Urteil sozusagen noch auf die letzte Reise geht. Konrad Tönz, was machen Sie heute? Wie leben Sie? Wie muss man sich das vorstellen als Konrad Tönz? Ja, das Leben genießen. Sind Sie auf der Flucht oder wo sind Sie? Nein. Das Leben genießen. Ich habe Zeit, ich bin 74, ja werde ich im Mai. Und habe eine sehr liebe Frau und jetzt genießen wir das Leben. Ja. Wir sind öfter fort in Urlaub und dann haben wir noch unser Ort, woher ich komme, nämlich Pfalz. Und das ist ein Bergbauerndorf und da hat mein Großvater noch gebaut. Der war Bergbauer.